In diesem Video schauen wir uns den Usenet-Anbieter NewStemmon mal genauer an. Ich greife schon mal das Ergebnis des Tests vorweg. Der Eindruck, den ich bekommen habe, ist katastrophal. Das liegt an mehreren Gründen und nach dem Intro würde ich diese mal besprechen. Ich habe hier einen Blog-Eintrag offen. Dort steht, dass ich 50 gleichzeitige Verbindungen benutzen kann. Dieser Eintrag ist von 2010. Dann gehe ich mal in die FAQs. Und jetzt steht hier irgendwas mit 20. In meinem Benutzer-Account konnte ich das auch nicht direkt sehen. Ich weiß nicht genau, wo das hinterlegt ist, wie viele Verbindungen ich jetzt nutzen darf. So sieht es halt aus, wenn ich eingeloggt bin. Nicht nur, dass das völlig unübersichtlich ist. Ich habe jetzt zwar hier einen Unlimited-Account. Hier oben steht mein Benutzername. Hier stehen irgendwelche NNTP-Adressen. Ports muss ich wieder auf eine Extra-Seite klicken. Ich habe keine Ahnung, also kein Plan, wie ich jetzt hier herausfinden soll, wie viele Connections ich darf. Das Wort ist hier nicht mal erwähnt. Es ist insgesamt ja relativ träge hier. Hier sind zum Beispiel irgendwie Newsleader oder Newsbin Pro erwähnt. Die werden heute eigentlich gar nicht mehr genutzt. Naja, das ist so das erste Ding, was so auffällt. Hier ist mein Sub NZBD. Und ja, was ich vorhin meinte, was ich euch hier zeigen kann, ja, ist relativ simpel. Ich habe hier jetzt versucht, ein paar Downloads zu machen. Und entweder sind die Grotten langsam, ich habe hier eine Gigabit-Verbindung, oder die brechen ab. Jetzt habe ich hier ja alles Downloads, die sind Open Source. Also das heißt, dort gibt es keinen Rechteinhaber, der jetzt die Dateien löschen lassen kann. Also DMCA und NTD sollte jetzt hier eigentlich kein Thema sein. Und die Dateien sollten auch verfügbar sein. Schauen wir mal hier, also man sieht es am besten, wenn die Dateien fertig geladen sind. Deshalb habe ich schon mal was vorbereitet. Hier sieht man zum Beispiel, dass das ganze Ding 692 Tage alt ist und NewStemmon selbst wirbt aber mit 3000 Tagen Vorhaltezeit. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum diese Datei jetzt nicht da sein sollte. Die ist locker in dieser Retention drin. Gleichzeitig kann die auch nicht von irgendeinem Rechteinhaber gelöscht worden sein. Trotzdem brechen die hier bei mir regelmäßig ab. Und wenn ihr euch mal die Geschwindigkeit anschaut, wir sind hier ungefähr auf dem Niveau einer 100 Mbit-Verbindung. Das ist jetzt nicht so unerträglich langsam, naja, wobei, ist schon ein bisschen an der Grenze. Also die Sachen dauern einfach entsprechend lange. Ich habe das mit den Verbindungen vorhin angesprochen, weil ich halt hier auch die Verbindungen mal auf 40 gesetzt habe. Wenn ich die auf 50 setze, bekomme ich hier gerne mal Abbrüche. Wobei ja da 20 stand, können wir natürlich gerne auch mal probieren, was das dann ausmacht. Hier habe ich aber noch was anderes, was ich zeigen kann. Ich habe zwischenzeitlich mal als Backup-Konto EWK eingetragen. Und dann sieht man hier, dass er eine ganze Menge Artikel eben auf NewStemmon nicht gefunden hat und weicht dann eben auf diesen Backup-Provider aus und lädt die sich da runter. Und hier, zack, also live gleich demonstriert, der nächste ist abgebrochen. Ja, hier auch 246 Tage alt. Was haben wir hier noch? Tails haben wir noch. 692 Tage alt. Ja. 692, genau. Also dieser hier konnte nur geladen werden, weil ich einen Backup-Account hatte. Dieser hier dürfte jetzt komplett über NewStemmon gelaufen sein. Musste aber auch repariert werden, weil es auch schon wieder fehlende Artikel gab. Das kann immer mal vorkommen, dafür hat man dann diese paar zwei Dateien, passiert alles im Hintergrund, kriegt man nichts mit. Aber trotzdem also runtergeladen mit einem blauen Auge, sag ich mal. Den hat er auch geschafft runterzuladen. Hier auch wieder 10 Articles missing, aber immerhin, den konnte er dann wieder herstellen. Was man jetzt halt sieht, ist, dass er eigentlich ja mit Geschwindigkeit laden könnte. Wie gesagt, ich habe hier Gigabit. Ich muss gerade mal gucken, ist mein Speedtest hier noch offen? Also das ist das, was mir hier mein Speedtest anzeigt. Leitung ist gerade ein bisschen schlecht drauf, deshalb kriege ich hier nicht das volle Gigabit. Aber ich bin immer noch Faktor 7 von dem entfernt oder jetzt hier noch mehr mit meinen 20 Verbindungen, was eigentlich gehen würde. Mein Gefühl ist einfach, dass hier NewStemmon sich einen schlanken Fuß macht. Und zwar werden offensichtlich Dateien, die älter sind, einfach weggelöscht. Das sind jetzt alles Dateien, die vermutlich im Usenet nicht so oft heruntergeladen werden. Aber genau das ist ja das Prinzip des Usenets, dass hier eben Dateien relativ lange gespeichert werden und nicht wie bei One-Click-Hostern, die Dateien schon nach kurzer Zeit, also 30 Tagen zum Beispiel, gelöscht werden, wenn sich niemand dafür interessiert. Hier wird also konsequent gegen Usenet-Prinzipien verstoßen. Das ist gerade für deutsche Nutzer problematisch, da bei deutschsprachigen Downloads die Downloadrate auch gering sein wird und hier die Gefahr gelaufen wird, dass Sachen eben gelöscht werden. Mir fällt auch keine Konstellation ein, in der ich jetzt NewStemmon empfehlen könnte. Die haben interessante Blocktarife, aber die kann ich auch nicht empfehlen, denn da kann man einfach so wenig finden und so wenig runterladen,
Da gibt es wirklich bessere Anbieter. Zum Hintergrund, im Jahr 2020, also Ende 2020, hat sich NewStemmen nicht mehr mit Omikron einigen können und der Zugriff zum ja, sehr guten Hiwines Backbone ist weggefallen. Daraufhin musste NewStemmen sich für einen anderen Backbone entscheiden und hat sich für den Usenet Express Backbone entschieden. Ich weiß nicht, ob wir hier ein generelles Problem haben mit dem Usenet Express Backbone oder ob das jetzt hier eine Spezialgeschichte von NewStemmen ist. Sei es wie es ist, NewStemmen kann man in dieser Form jedenfalls nicht empfehlen. Ich hätte aber allen Grund, den zu empfehlen, denn ich habe natürlich auch einen Affiliate-Link für den Anbieter, der ist auch in der Videobeschreibung. Trotzdem rate ich natürlich davon ab. Wenn du dich für weitere Informationen zum Usenet interessierst, dann blende ich dir zum einen mal eine Playlist ein, wo ich das Thema weiter behandle. Einen Anbieter, den ich mittlerweile empfehlen kann, ist Eweka. Ich habe jetzt aber auch noch nicht alle Anbieter durchgetestet. Du kannst gerne auf meiner Seite usenet-erfahrung.de vorbeischauen. Dort werde ich alle Anbieter nach und nach auflisten, die ich einem Test unterziehe.